Wir alle freuen uns, nach und nach wieder in eine gewisse Normalität in unserem Leben zurückzukehren. In einigen Tagen öffnen Clubs und Diskotheken wieder ihre Türen und auch im Sport werden hoffentlich bald Zuschauerbegrenzungen der Vergangenheit angehören. Grund genug, uns im Vorfeld des Heimspiels des FSV Zwickau gegen 1860 München einmal zu informieren, wie es hier mit der Motivation aussieht. Verabredet waren wir mit Mittelfeldspieler Mike Könnecke. Ja, Mike, schön, dass du Zeit für uns hast. Am Samstag endlich mal wieder ein Heimspiel, nachdem Ferl ja ausgefallen ist, weil der Platz in Lotte unbespielbar war. Ihr tretet an gegen 1860. 1860 hat letzte Woche am Montag oder diese Woche am Montag 0-2 verloren. Wie seid ihr motiviert? Was habt ihr euch vorgenommen? Wir sind sehr motiviert. Natürlich ist es ärgerlich gewesen, dass das Spiel gegen Ferl ausgefallen ist. Aber dafür hatten wir jetzt 2 Wochen Zeit, um uns sehr gut vorzubereiten auf dieses Spiel am Samstag. Und wir sind auch sehr gut vorbereitet. Wir haben sehr viel gearbeitet und freuen uns jetzt einfach auf das Spiel vor hoffentlich vielen Fans, auch Gästefans. Und dann werden wir eine richtig gute Leistung zeigen, um die 3 Punkte hier zu lassen. Wie ist der Kader aufgestellt? Gibt es Verletzte? Es gibt nur die Langzeitverletzten und der Rest ist eigentlich dabei. Ja, wir sind sehr viele, können aus dem Vollen schöpfen und freuen uns aufs Spiel. 1860, ihr seid auf Augenhöhe miteinander? Ja, würde ich schon sagen. Ich denke, gerade in dieser Liga hat man gesehen, dass man alle schlagen kann. Und wir sind motiviert und haben keine Angst vor diesem Gegner. Du bist jetzt seit 2016 in Zwickau. Erlaub mir die Frage, bist du angekommen mittlerweile? Ja, definitiv. Vom ersten Tag an bin ich angekommen und bin einfach froh und dankbar, hier zu sein. Freue mich auf die Zukunft, auf die weiteren Spiele und ja. Zugelassen sind morgen zum Heimspiel der Jungs von Joe Enox 5000 Fans in der GGZ Arena. Nach wie vor gilt die 2G-Plus-Regel. Sowohl Mike als auch seine Spielerkollegen freuen sich auf den 12. Mann, also die Fans. Definitiv, die Unterstützung, die hat uns in der Vergangenheit gefehlt. Und da freuen wir uns natürlich über jeden Fan, der dabei ist und uns unterstützen kann. Dann runter vom Sofa, ab in die Arena und unsere Rot-Weißen anfeuern, wenn sie hoffentlich die Löwen zähmen werden. Anstoß der Partie ist am Samstag um 14 Uhr.